Hey, Freunde der Nacht, wir befinden uns im letzten Level des zweiten Kapitels und wollen jetzt den Overlord ein Schnippchen schlagen. Aber dafür müssen wir zuerst mal meinen Sound leiser machen, weil sonst, glaube ich, drehe ich am Rad. Also, wir sind immer noch unter Wasser, haben hier jede Menge Zeug. Ah, da ist eine Faust, sieht man das? Eine Hand? Da, ah. So. Ah. Ja, da können wir nicht rein. Was müssen wir machen? Wahrscheinlich hier ein bisschen rumfliegen. Wer schießt denn hier auf uns? Einmal. Zweimal. Dreimal. Also das Level sollte eigentlich relativ kurz sein. Aber ich weiß nicht, wie das dann aussieht. Also wie das... Na? Wo ist es hier? Jetpack. Noch eins. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht mal. Hä? Wo schießt denn was auf uns? Der Sound hört sich auch für mich übrigens so absurd an. Okay, da kann man noch nicht hin. Aber wir wollen da hin. Oh Gott, wo sind wir hier? Also ich kenne mich in dem Level nicht aus, will ich nur mal anmerken. Na toll. Wir sind ja einmal doof im Kreis gelaufen. Ah, wir haben eine Rüstung gefunden. Und ich möchte nochmal darauf und dieses Ding abgreifen nach Möglichkeit. Na toll. Da geht nichts. Okay, die Suche geht weiter. Hier kamen wir her. Nee, hier kamen wir noch nicht her. Aber ich weiß, was da hinten auf mich wartet, wenn ich Pech hab. Ja. Das war schlecht. Ja, das war schlecht. Load Game. Okay. Schießen und rausgehen. Ups. Raus. Danke. Oh, das ist übelst anstrengend, Leute. Wir haben ein portables Medikit gefunden. Jetzt sind wir aber nicht mehr auf der Marsoberfläche. Nun gut. Da. Oh. Wir haben Hintergrundmusik, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh Gott. Erstens. Oh Gott, jetzt chillt mal. Das war jetzt so nicht geplant, aber es hat funktioniert. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier. Was haben wir denn hier? Ah, das ist die andere. Die andere Seite. Ja. Gehen wir mal hier hin. Brauchen wir wieder ein. Na, lebt er noch? Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Habe ich irgendwie Frauen ermordet? Wir schauen. Da können wir nirgends hin. Da ist der Endgegnerraum. Der mit den vielen Eiern war der Endraum. Jetzt müssen wir erstmal hier schauen. Hi. Spring nochmal. Ach, wisst ihr was? Immer noch nicht tot. Naja, gut. Ah. Hier ist wieder Sound. Okay. Ja, der Sound ist ein bisschen abgehackt. Ich möchte nochmal hoch. Was haben wir jetzt geöffnet? Man weiß es nicht. Hm. Gehen wir erstmal speichern.
Okay. Drei von den Viechern. So. Ich hasse diese Biester. Können wir jetzt wieder zurück? Hoffentlich ist da jetzt was anderes aufgegangen. Hier? Dürfen wir wieder rumspielen? Ah. Okay. Ich denke, ich habe verstanden. Oder auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Ja. Das hier? Hier unten geht's aber auch nirgends weiter, oder? Ich glaube, da komme ich her, ne? Ja. Da ging es erstmal nicht weiter, oder? Hail to the King, baby. Ja, immer noch nicht. Stellt sich mir doch die Frage, was wir jetzt machen müssen. Oben geht auch nichts weiter. Dann müssen wir nochmal hier hin, wahrscheinlich. Hi. Wo kommst du denn her? Hey, da kann man rein. Okay. Ein Holotuk wieder. Ah, das ist die andere Seite. Und? Na, komm, machst du auf. Danke. Haben wir hier jetzt noch irgendwas geöffnet, Besonderes? Ich denke nicht. Ja, das ist schön, aber ihr nervt mich. Tra, wo geht's denn hier weiter, Leute? Dahinter auch nicht. Da oben waren wir. Ah, wir machen... Wir haben jetzt anscheinend alle solchen Dinge abgestellt. Da haben wir schon geöffnet. Dann gehen wir nochmal zurück. Autsch. Irgendwo ist doch jetzt was aufgegangen, wo wir hin könnten. Da vielleicht... habe ich noch... Nach unten vielleicht? Nein. Oh, doch. Es stimmt. Nach unten. Load Game. Wir müssen aber quasi darunter nur irgendwie überleben. So. Jetzt sind wir im letzten Raum. Habt ihr das gehört? Jetzt ist... So, was? Oh Gott, da leben ja immer noch so viele. Die sind widerstandsfähiger, als ich jetzt gedacht hatte. Okay. Das passt, wir nehmen die Waffe. Dahinter wartet der Endgegner auf uns. Hört genau auf das, was der Duke sagen wird und auf das, was in der Zwischensequenz passieren wird danach. I'll rip your head off and shit down your neck. Duke cracked his knuckles and snarked. I need a stiff drink, a shower, and a soft-skinned belly to lie my head on. A nearby monitor flickered on, and an incredibly ugly face spoke an ominous message. The Moon Assault Overlord has been defeated, as was our battle lord on Earth. But while Duke Nukem has been distracted, our main attack wave has begun its final assault on Earth. We shall obliterate all resistance. Guess again, freak show, Duke growled. Duke's coming back to town.
And the last thing that's gonna go through your mind before you die is my size 13 boot. Overlord completed. So, wir haben jetzt 2 von 3 Episoden abgeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt endlich wieder einen kleinen Cut machen. Und dann würde ich sagen, ne? Heißt Any Key to Continue? Rockin'. Genau, und das Spiel fängt wieder von vorne los. Also im nächsten Video sehen wir uns dann in Kapitel 3. Na, wie heißt es denn? Shrapnel City. Also bis dann, Leute. Bis dann.